Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um den Raspberry Pi 4. Ein kleiner Minicomputer und ich würde sagen, wir packen den mal hier eben aus und gucken, was hier in dem Päckchen sonst noch drin ist. Genau, ich würde sagen, wir machen das mal hier eben auf und wir sehen direkt, hier ist einiges drin. Ich würde sagen, wir gehen da einmal so durch. Wir hätten jetzt hier, fangen wir hier an. Das offizielle USB-C-Netzteil. Es ist ein 5-Volt-Netzteil. Hier sehen wir es. 5 Volt, 5,1 Volt, 3 Ampere, also 15 Watt. Ich glaube, wir gucken uns das einmal an. Der Raspberry Pi 4 hat nämlich einen USB-C-Anschluss. Also kein Micro-USB mehr. Genau, so sieht es aus. In schwarz, damit kann man auch jedes Telefon dann aufladen, das einen USB-C-Anschluss hat. Ja, nichts Besonderes. So, dann geht's weiter. Was hätten wir hier? Eine schwarze Kiste. Genau, das ist der Kühlkörper, den ich dafür mir ausgesucht habe. Das ist so ein, so wie man es vom CPU tatsächlich kennt, so ein großer Tower-Kühlkörper, der dann mit einem kleinen Lüfter da oben drauf kommt. So, dann gucken wir, was wir weiter noch drin haben. Hier hätten wir, das ist einmal, das hier ist direkt der Raspberry Pi 4 mit 8 GB RAM. So, also das ist die Version mit 8 GB Arbeitsspeicher. Wir gucken jetzt einmal hier, was hier noch für technische Daten draufstehen. Das ist ein 64-Bit Quad-Core-Prozessor mit 8 GB Low-Profile DDR4 Arbeitsspeicher. Zwei Micro-HDMI-Ports mit die 4K mit 60 FPS unterstützen, was echt eine Menge ist. Wenn wir bei 4K 60 Bilder die Sekunde an zwei Ausgängen rauskriegen, das ist echt top. Zwei USB 3 Anschlüsse, zwei USB 2 Anschlüsse, Gigabit Ethernet, WLAN, also 802.11, BGN-AC, also auch 5,8 GHz, Bluetooth 5.0, Power over Stromversorgung über das Ethernet, über den Ethernet-Port. Genau, und das würde ich sagen, packen wir gleich aus. Wir gucken, was hier noch drin ist. Hier hätten wir eine Micro-SD-Karte, eine SanDisk Extreme, 32 GB mit 100 MB pro Sekunde. Ja, was steht hier hinten noch drauf? Read, also lesen mit 100 MB pro Sekunde und schreiben mit 60 MB, das ist echt viel für eine Micro-SD-Karte. So, was hätten wir hier noch? Das ist ein HDMI auf Micro-HDMI-Kabel, da der Raspberry Pi 4, wie wir ja gerade gelesen haben, keine normalen HDMI-Anschlüsse mehr hat, sondern Micro-HDMI. Ich packe das mal eben aus. Okay, das hier ist ein bisschen gut verpackt, so, mal schauen, dass ich hier aufkriege, so, da hätten wir es, einfach ganz normales HDMI-Kabel, was halt in dem Fall jetzt so eine Adapterfunktion hat. Das werden wir benutzen, damit wir den Ausgang an einen normalen Monitor anschließen können. Die haben ja meistens diesen normalen HDMI-Anschluss und der hat diesen kleinen Mikro. Genau, ich würde sagen, wir packen den jetzt einmal auch schon aus und gucken uns den mal an. Der kommt hier einfach nur in so einer kleinen Pappschachtel drin. Genau, und da sehen wir das Ganze auch schon. Was steht hier? Ja, Achtung, keine Ahnung, was das hier sein soll. Nur außen anfassen, nicht zu warm werden lassen, nicht so mit den Fingern drauf rumtatschen, denke ich mal, und was das heißt, ist eine gute Frage. So, also, genau, auf der Unterseite hätten wir den Micro-SD-Karten-Slot. Dann hätten wir hier die beiden USB 2.0-Ports, hier die beiden USB 3.0-Ports, hier einen Klinkestecker, unser Anschluss für die Kamera, unser Anschluss fürs Display, unseren USB-C-Stromanschluss, das sind die beiden Micro-HDMI-Anschlüsse, die GPIO-Header, Gigabit Ethernet, hier den Prozessor, hier die 8 GB Arbeitsspeicher, das WLAN-Modul, der USB-Controller, der Ethernet-Chip. Und das war's auch schon. Genau, ein Gehäuse habe ich dafür jetzt nicht. Dafür haben wir das hier.
Das werden wir jetzt auch einmal auspacken und gucken, was dabei ist. So, also wir hätten erstmal hier eine Bedienungsanleitung und ein Layout für die GPIO-Pins. So, dann hätten wir, ich guck mal, dass ich näher ranzoome. So, wir hätten hier den Kühlkörper, also wir sehen hier zwei Heatpipes, ein Alu-Block mit den Heatpipes, der kommt auf den Prozessor vom Pi. Dann hätten wir hier einen RGB-Lüfter und hier gehen die Heatpipes in diesen Block, wo halt so Kühlrippen aus Alu dran sind, damit das Ganze gut gekühlt wird. Genau, hier hätten wir noch die Bodenplatte, deswegen habe ich jetzt kein Gehäuse. Das Ding wird dann auf diese Bodenplatte montiert, sodass wir unten keinen Kurzschluss mit Metallschrott oder mit irgendwelchen Metallsachen vom Treibtisch hätten und das Ding stabiler steht. Genau, wir hätten hier noch einen Schraubenzieher dabei, Befestigungsmaterial, noch einen Lüfter. Ich weiß nicht, wieso die zwei mitschicken, aber anscheinend werden zwei Lüfter mitgeschickt. Ja, ich würde sagen, ich lasse den hier drauf. Wofür der da jetzt ist, das ist echt eine gute Frage. Okay, hätten wir noch einen Lüfter mehr. So, was haben wir hier? Hier haben wir die kleinen Schrauben und so Klebepads. Ich werde Wärmeleitpaste nehmen, da das deutlich besser ist wie diese Klebepads. Genau, und das war's auch schon. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an, das Ganze zusammenzuschrauben. Dafür werde ich jetzt einmal diese beiden Metalldinger hier dran festschrauben. Hier und hier. Das wird dann nämlich an den Befestigungslöchern über so kleine Abstandshalter, über die kleinen silbernen hier oder messingfarbenen, die werden da reingeschraubt, sodass das Ganze stabil steht. Ja, ich würde sagen, ich werde jetzt hier einmal gucken, dass ich da das Teil einmal an dem Alublock befestige und dann einmal ein bisschen Wärmeleitpaste hole, dass wir die da dann auf die CPU drauf machen können. Genau, also wir hätten hier, guck mal, dass ich das vielleicht aufs Bild kriege, so. Wir hätten hier verschiedene Schrauben, sind, also die kleinen sind alles die gleichen und wir haben hier diesen Kühlkörper. Müsste ich einmal hier gucken, wie gut das in der Anleitung beschrieben ist. Ja, was ist denn dabei? Okay, so. Also, das Ganze wird so gemacht. Ja, genau, hier. Also hier könnt ihr es sehen. Dieses Teil mit dieser, das hier ist dieses Teil hier. So, das kommt hier drauf. So, da werde ich das jetzt festschrauben. Guck mal, dass wir das da festschrauben können. So. So, das hält. Und das andere Teil kommt dann hier hin. Ja, so. Und das sollte dann theoretisch ausreichen, um diesen Alu-Block mit den Heatpipes auf den Pi runterzudrücken, sodass wir einen guten thermischen Kontakt haben. Und das Ganze wird dann höchstwahrscheinlich so da drauf kommen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege. Na, so. Ich glaube, das ist eher blöd, weil das die GPIO-Pins hier kurz schließt. Ja, ich denke doch eher so rum. Das passt auch nicht. Da müsste ich einmal gucken, ob ich nicht vielleicht das Falsche gekauft habe. Ja, ich schaue mal kurz nach. So, also nachdem ich jetzt herausgefunden habe, dass ich das falsch rummontiert habe, man muss nämlich darauf achten, wo die Heatpipes sind. Das habe ich jetzt gemacht, habe ich da jetzt ein klein bisschen Wärmeleitpaste aufgetragen und ich würde sagen, wir können das Ding jetzt dann einmal hier direkt drauf montieren. Diese Ecke kommt nach hier oben und ich würde sagen, ich drücke das da jetzt mal drauf und schraube das dann auch schon einmal gleich fest. Oder war es diese Ecke? So rum. Es war diese Ecke. So. Jetzt halte ich das hier einmal fest und benutze diese Standoffs, um das einmal hier zu fixieren. Da
Da kommt ja gleich noch unten die Bodenplatte dran, also einmal hier über Kreuz festschrauben, damit wir das möglichst gleichmäßig machen können, so, und gleichmäßig Druck drauf ausüben, perfekt, so. Und jetzt noch hier so einen kleinen Halter. So. Und jetzt fehlt noch einer hier. Genau. Und jetzt wäre unser Kühler hier auch schon festgeschraubt. Man sieht, die Wärmeleitpaste da unten ist jetzt hier an der Seite so ein bisschen, ja, ein bisschen ist da rausgequetscht worden, aber das ist soweit nicht schlimm. Die ist ja nicht leitfähig. Genau, jetzt habe ich hier noch diese Grundplatte. Die Grundplatte, da wird das Ganze so drauf montiert. Und hier ist noch ein bisschen was übrig an Material. Die vier Schrauben werden benötigt, um die Grundplatte an den Ecken zu befestigen. Also hier mit vier Schrauben. 1, 2, 3 und 4 gleich. Dann werden wir die Micro-SD-Karte benutzen und dann zeige ich euch, wie man da einmal das ganze, ja, Linux-Betriebssystem bootfähig auf die SD-Karte draufkriegt. Dafür brauchen wir gleich noch ein Programm und natürlich das Image, was wir herunterladen müssen. Und dann können wir das Ding auch gleich schon einmal hochfahren. So, fertig ist es. Es steht sicher. Und jetzt fehlt dem Ganzen eigentlich nur noch der Stromanschluss. Hier hätten wir noch was beschrieben. From 5 Volt Pin. Genau, wir werden das auf den 5 Volt Pin anschließen. Das ist der da oben. Und der daneben sollte Ground sein. Und die schwarzen, also 5 Volt sind die beiden oberen. So. 5 Volt sind die beiden hier. Und daneben ist Ground. Dann würde ich sagen, schließen wir das Ganze da einmal an. So, das war's auch schon. Und dann werden wir jetzt einmal die Micro-SD-Karte benutzen. Das ist die hier. Ich würde sagen, ich packe die mal eben aus. Schneiden wir die hier oben einmal auf. So. Und dann merken wir, dass sie nicht aufgehen möchte. Genau. Da ist sie. Eine kleine Micro-SD-Karte. Da solltet ihr gucken, dass ihr da tatsächlich eine schnelle nimmt. So wie in dem Fall jetzt hier eine Klasse 10. Genau, das kann man hier irgendwo erkennen. Stand es hier auf der Packung. Weiß nicht, es müsste aber auch eigentlich auf der Micro-SD-Karte draufstehen, was für eine Klasse das ist. Wir gucken mal. Okay, das ist wohl eine Klasse 3. Ja, entweder habe ich da jetzt gerade das falsche Text oder das ist tatsächlich eine, die langsam ist. Wobei die hier ja mit 60 Megabyte pro Sekunde angegeben ist, was dann wiederum sehr schnell ist. Ja, mal schauen, ob es reicht. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Genau, ich guck mal, dass ich die hier irgendwie rauskriege aus dieser Plastikverpackung, ohne die dabei zu zerbrechen. Genau. Ja. Sagen, ich mache das mal und dann bereiten wir die einmal gleich vor. So, also jetzt zeige ich euch, wie man das Betriebssystem da drauf kriegt, auf die SD-Karte. Zuerst gehen wir auf die offizielle Webseite von der Raspberry Pi Foundation. Sieht so aus, raspberrypi.org. Da gehen wir unter Software und dann können wir uns ein Betriebssystem raussuchen. Ich habe jetzt hier die Vollversion genommen mit Desktop-Oberfläche und empfohlener Software.
nachdem wir die heruntergeladen haben und mit WinRAR entpackt, brauchen wir ein Programm, das heißt Win32 Disk Imager. Da wählen wir dann die Datei aus, den Datenträger, wo das Image dann als bootfähige Datei drauf soll. Das ist jetzt die SD-Karte hier. Und dann gehen wir hier unten nur noch auf Schreiben. Jetzt kommt noch so eine Meldung, die können wir mit Ja bestätigen. Und dann warten wir einfach, bis er das auf die Karte geschrieben hat. Das macht er jetzt hier mit 16 oder 17 Megabyte pro Sekunde. Das dauert ein bisschen. Die Datei an sich ist etwa 8 Gigabyte groß. Das Herunterladen dauert auch ein bisschen. Wo die noch zusammengepackt ist, also als ZIP-Datei müsste es, glaube ich, sein. Da ist sie etwa 2,8 GB groß, entpackt sind es über 8. Und die MicroSD-Karte sollte auch definitiv größer als 8 GB sein. Ich würde sagen, ich lasse das mal eben hier durchlaufen und dann können wir das Teil auch gleich schon einmal starten. So, nachdem sich jetzt diese Meldung hier zeigt, Schreiben war erfolgreich, können wir die MicroSD-Karte entnehmen. Das mache ich mal hier eben. Die sitzt hier ein bisschen fester drin. So, die können wir jetzt hier entnehmen und dann können wir die auch schon im Raspberry Pi, ich zeige euch das einmal, wo die dann hinkommt. So, also wir hätten den Pi hier. Hier unten haben wir den SD-Karten-Slot, da kommt die Karte dann einfach so rein. So, und dann können wir den jetzt auch schon einmal booten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. Ich hole mal eben den Monitor, wo wir den anschließen können. Und dann werden wir das Teil einmal einrichten. So, ich habe jetzt mal hier eben einen Monitor geholt. Und hier könnt ihr jetzt den Raspberry Pi sehen. Ich habe dafür jetzt mal hier Tastatur und Maus an die USB-2-Ports angeschlossen. An die USB-2-Ports. Und ich habe jetzt hier einmal das Mikro... Das Mini-USB-Kabel und das Micro-HDMI-Kabel. So, das Micro-HDMI-Kabel kommt hier in den ersten Port. Das ist dieser hier. Das sitzt ein bisschen, ups, ist das das Richtige? Das Kabel sollte aber passen. Okay, es sitzt ziemlich fest. So, und dann würde ich sagen, starten wir das Teil jetzt zum ersten Mal. Und geben Strom drauf. Das ist ein RGB-Lüfter und der leuchtet jetzt hier schön. Ich zeige euch das einmal am Monitor. Das Ding kann ja jetzt hier laufen. Und auf dem Monitor sehen wir... ...dass er jetzt was tut. Er tut einmal das Dateiensystem, das Formatieren. So, ihr hört nichts, also der Lüfter, der ist so leise, den hört man echt gar nicht. Und wir warten jetzt einfach, dass da jetzt noch was passiert, dass er jetzt booten tut oder sowas. Und ich glaube, jetzt startet der. Müssten wir jetzt, man sieht hier oben in der Ecke diesen Cursor leuchten. Könnte sein, dass er gerade was macht. Die LEDs blinken nämlich hier am Pi. Ja, ich würde sagen, okay, wir sind schon im Desktop drin. Jetzt müssen wir das Ganze hier einmal einstellen, uns durchklicken. Das würde ich sagen, machen wir jetzt mal. Okay, nachdem wir das jetzt gemacht haben, auch mit WLAN eingerichtet, würde ich sagen, werden wir jetzt hier einmal auf Einstellungen gehen. Ich gucke mal, wo es gerade hier ist. Wahrscheinlich hier unten. Genau, und dann müssten wir hier... unter Konfiguration jetzt hier einmal die Display-Auflösung einstellen können. Achso, nee. Okay, ja, genau, wir können hier den GPU-Speicher einstellen. Das hier sind jetzt, nehmen wir sowas wie 128 Megabyte GPU-Speicher. Ja, wir können später neu starten. Ich guck mal, wo ich es jetzt hier gerade finde. Ich glaube hier. Ne, hier ist es auch nicht. Wo ist das denn mit der Displaygröße oder der Auflösung? D
Das ist auch nicht. Gibt's das hier nicht? Doch, muss es geben. Hat das einen eigenen Menüpunkt? Das ist 1 zu 4. Nee. Keine Ahnung. Das weiß ich gerade nicht. Das ist wohl neu und ich finde den Menüpunkt für die Display-Auflösung nicht. Ja. Nee, sonst war das eigentlich immer irgendwo so. Ja, dann machen wir es hier drüber. Gucken wir, ob wir es hier finden. Sudo res. Was war das denn? Da müsste ich jetzt einmal gerade nachgucken, wie man da in dieses Config-Menü reinkommt. Ja. Das ist ein bisschen. Wir können ja einmal hier gucken. Task Manager sehen. Wir hätten jetzt eine CPU-Auslastung von unter 5% und wir hätten noch sehr, sehr viel Arbeitsspeicher frei. Ja, ich würde mal sagen, ich lasse die Auflösung einmal so und wir gehen jetzt mal hier eben ins Internet. Das kann das Teil nämlich auch. Wir haben ja WLAN. Und dann können wir auch einmal gucken, wie schnell das Internet denn ist. Genau. Wir können ja einmal hier gucken, wie es jetzt mit der Auslastung aussieht. Genau, also wir verbrauchen jetzt hier ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, aber immer noch unter 1 GB Arbeitsspeicher. Wir sind sogar unter 500 MB Arbeitsspeicher. Die CPU lassen wir jetzt hier ein bisschen aus. Ich würde sagen, wir öffnen mal hier sowas wie YouTube. Also das Ganze ist deutlich schneller wie der Pi 3. Und jetzt hier, dass wir den CPU auch nicht ganz auslasten, nicht mal 50%. Und wir brauchen ein bisschen mehr Arbeitsspeicher, wo er die Seite jetzt hier lädt. Und dann gucke ich mal, wie das mit der Wiedergabe funktioniert. Na, ich würde sagen, wir klicken mal hier einfach ein Video an. Und ja, einen Ton haben wir jetzt bei diesem Monitor nicht. Wir gehen mal hier auf die Statistiken und dann können wir mal hier oben gucken. So, wir sind jetzt hier bei die Auflösung. Ich guck mal, dass wir hier, was wir einstellen können. Settings. Quality, ja, die maximale Videoqualität, die jetzt hier geht, also Full HD mit 50 Frames pro Sekunde. Okay, wir verlieren jetzt hier auch schon Frames. Ja, also der schmeißt jetzt auch schon ein bisschen was raus. Jetzt habe ich das Ganze hier mal auf Fullscreen eingestellt und ja, jetzt hört man den Drucker hier im Hintergrund. So, jetzt müsste man das hier oben in der Ecke sehen können. So, also wir tun hier ziemlich viele Frames verlieren. Ja, in Full HD. Genau, ich würde sagen, wir spielen mal hier so ein 4K-Testvideo ab. YouTube und dann gehen wir mal einfach hier drauf und spielen mal ein 4K-Testvideo ab. Dann können wir einmal gucken, wie das Ganze funktioniert. So, der Monitor hier ist natürlich jetzt auch nicht 4K. Ich würde sagen, wir nehmen hier einfach mal das erste.
und gehen dann mal hier auf die Einstellungen und gucken, was wir für eine Qualität hier nehmen können. Ihr könnt das leider jetzt hier nicht sehen. Na, wir können hier maximal auch wieder Full HD nehmen, da die Auflösung wohl am Monitor gerade auf Full HD eingestellt ist. Wir gehen jetzt nochmal auf die Statistiken. Jetzt sehen wir hier, dass wir auch ein paar Frames verlieren. Sind es etwa 10%, jetzt weniger, 5%. Aber wir verlieren ein paar Frames. Ja, wir können ja einmal die Internetgeschwindigkeit hier testen, wie gut die ist. So. Genau, wir nehmen jetzt hier einfach mal das erste. Und gehen mal hier auf Start. Jetzt sollten wir hier gleich, genau, so 40, 45 Megabits pro Sekunde, fast 50, schneller geht sowieso nicht. Und das sieht ganz gut aus. Genau, jetzt einmal noch die Upload-Geschwindigkeit, welche auch okay ist, schneller geht's nicht. Genau, so Internet funktioniert damit ziemlich gut. Wir können jetzt genau, können wir uns hier irgendwie noch anzeigen lassen, wie es mit dem Netzwerk aussieht. Unsere Netzwerkauslastung sieht nicht so aus. Ja, aber wir sehen, dass wir hier wenig Arbeitsspeicher benutzen. Ich würde sagen, ich mache das mal hier eben nochmal zu und wir würden das Ding jetzt einfach nochmal neu starten. Erstmal gucken wir, dass wir hier wir können jetzt hier noch was können wir hier noch? Okay, einen Lüfter können wir hier direkt im Menü ansteuern. Ich habe den jetzt aber direkt an 5 Volt angeschlossen, deswegen zeigt er den hier dann natürlich nicht an. Genau, ich würde sagen, wir starten den jetzt einmal hier nochmal neu. Reboot. Dauert das einen kleinen Augenblick. Dann sollten wir aber gleich wieder ein Bild sehen können. Genau. Also das Booten geht sehr, sehr schnell. Das liegt jetzt am Monitor. So, wir hätten jetzt hier eine Auflösung von 1024x768. Und wir gehen jetzt hier nochmal... wir können ja einmal gucken, welche Programme hier drauf gleich mitgeliefert werden. Ich würde sagen, wir gehen hier einmal von oben durch. Hier hätten wir Scratch und... Ja, hier hätten wir noch bei Büro hätten wir LibreOffice. Im Internet hätten wir einmal den Chrome Web Browser, einen E-Mail Client und irgendeine andere Software. VLC Media Player ist mit drauf. Eine Software, um Bilder anzuschauen, ist drauf. Paar Spiele sind drauf. Sonst war da, glaube ich, immer nur Minecraft für den Pi drauf. Jetzt sind hier noch ein paar andere Sachen drauf. Zubehör, Taschenrechner. Und so die grundlegenden Sachen, PDF-Reader, ein Programm, um die SD-Karte zu kopieren. Genau, sonst hätten wir hier noch ein paar Sachen. Die Einstellungen, da waren wir gerade schon. Und das war es dann auch schon. Also wir hätten hier die Einstellungen. Drucker-Einstellungen sind jetzt sogar dabei. Also man kann direkt einen Drucker hinzufügen. Genau, das ist ziemlich toll. So, hier waren wir gerade schon. Wir können ja einmal gucken. Das Ding funktioniert auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir werden jetzt einmal noch gucken, wie es mit der Temperatur aussieht.
werden wir jetzt einmal auslesen. Genau, dafür werden wir jetzt hier einmal ins Terminal gehen und dann sollte er uns gleich einmal die CPU-Temperatur anzeigen können. Ich tippe das mal eben ein. So, ja, ich würde sagen, wir tippen das mal hier ein. Hier in die, genau, das war VCGEN CMD, dann ein Leerzeichen, dann Measure, IA ist Measure, dann Unterstrich und dann Temp. Und dann hätten wir hier eine Temperatur von 28,2 Grad. Das ist ungefähr 4 Grad höher wie die Umgebungstemperatur. Ist ziemlich kalt. Wir können jetzt hier auch mal noch eben YouTube öffnen und noch ein Video abspielen. Und dann das Ganze nochmal ausführen. Dass wir gucken einmal, wie warm das jetzt mit dem Lüfter hier wird. Sollte nicht allzu warm werden. Genau. Das dauert hier einen Augenblick. Ja, ich würde sagen, wir klicken das hier noch einmal an. Und jetzt gucken wir hier uns noch einmal die Temperatur an. Es sind jetzt 30 Grad. 30,6, 31. Jetzt hier. Also zwischen 30 und 31 Grad pendelt das hin und her. Also ist ziemlich kalt. Ja, jetzt sind wir hier bei 32 Grad hätten wir jetzt hier. Das sind 9 wirklich viel höher wie die Umgebungstemperatur. Es sind jetzt 8 Grad mehr wie die Umgebungstemperatur. Jetzt sind es nur noch 6 Grad mehr bei 30, 7 Grad mehr. Also es sind etwa 8 Grad mehr wie die Umgebungstemperatur und das ist schon ziemlich gut. Wir gucken ja jetzt ja nur ein Video damit. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann ja nicht. Dann könnt oder schreibt dann in die Kommentare, was euch nicht so gefallen hat. Wenn ihr Fragen oder so habt, schreibt die unten auch in die Kommentare. Ich versuche darauf zu antworten. Und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Und man sieht sich dann im nächsten Video.